Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme vom Akras 3 LTC-Projekt hier mit der lieben Jenny. Halli und hallo, meine lieben Freunde und mit dem lieben Solent. Hallöchen. So, so also. Ich mach Intro, ich darf's sagen. Okay. Ja, also die Jenny, die wird jetzt weiter Werkzeuge für mich machen. Oder für uns machen, dass sie sicher für sich selber hoffentlich auch Werkzeuge macht. Die wird mir einmal noch eine Spitzhacke machen, also eine Pickaxe. Ne, haben wir schon. Eine Schaufel. Also eine normale Schaufel, eine Hatchet, also eine Axt, wobei, ja doch, eine normale Axt, brauchen wir die? Eigentlich nicht, da können wir eigentlich eine Diamant-Axt für nehmen. Das heißt eine normale Schaufel, ein Hammer, eine Lumber-Axt und halt ein Excavator. So, also ist eigentlich immer nur das gleiche, von daher, mir ist es zu langweilig. Wem das interessiert, der kann ja gerne bei Jenny vorbeigucken. Oder guckt einfach eins von den 20 anderen Projekten von mir. Und ja, ich habe gesehen... Material? Kobalt alles. Und für dich kannst du natürlich machen, was du willst. So, ich habe gesehen, er craftet hier relativ langsam. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich werde einfach mal ein bisschen umbauen hier. So. Und zwar möchte ich gerne einen Silic-Assembler bauen. Was hast du gesagt? Was willst du noch? Du willst noch eine Schaufel und was? Mach erstmal eine Schaufel. Dann habe ich die Schaufel für dich schon fertig. Achso, okay, dann... Oh, das war gerade blöd. Das sollte ich eventuell ein bisschen schneller einstellen. So. Nein, 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 nein. Kann ich bitte mein Buch wieder machen? Und zwar... Ein Buch? Questbuch. Achso, ja. Ja, danke dir. Da ist die Diamantschaufel, kann auch weg. Ein Hammer? Oder, weißt du was, machen wir doch noch eine Axt. Dann habe ich wenigstens alles einheitlich im Blau. Und du willst eine Axt. Okay. Ja, also ein Hatchet heißt das. So, dann brauche ich noch einen Exportbus. Mach es einfach so. Ein paar Kabelchen, davon sollten wir noch welche haben. Und ein Tesseract, haben wir noch einen. Ach, haben wir sogar noch. Gut. Dann gebe ich ihm jetzt hier einfach auf altmodisch eine Art Strom. RF bitte. Und wegen Energy. So. Jetzt sollte er Energie kriegen, genau. Jetzt brauche ich ein paar Kobbel. So. Ach, Schematik brauche ich auch noch. So, also wenn du gleich mal hier vorbeikommen möchtest, ich habe ein Maschinchen gebaut. Ja. So. Genau. So, dann kommt hier noch ein Exportbus ran. Ein Kabel und bitte Stackweise reinschmeißen. Eventuell sollte ich auch noch einen Importbus. Das wäre, glaube ich, die einfachste Alternative. Deckweise. Da. Dann wollen wir jetzt mal sehen, ob der ein bisschen schneller craftet. Ja, ein bisschen. Könnte ich noch mehr von den Dingern bauen, aber das lohnt sich nicht. Der bringt, glaube ich, schon genug. Ja. Hoffe ich zumindest. Wie sieht's denn aus mit unseren Steinvorräten? Ja, es geht. Dann soll jetzt einfach die Anlage ein bisschen durchlaufen. So. Hast du mein nächstes Werkzeug schon? Ja, aber sorry, ich habe zuerst an mich gedacht. Ich will jetzt auch mal meins machen. Puh. So. Dein Werkzeug ist fertig. Hier. Dein Ernst? Dann halt das. Danke. Danke dir. Bitte. Gut, Yay, das heißt, ich kann jetzt hier draußen Bäume hacken gehen. Das heißt, Exoskelett? Wie macht man das? Bronze. Bronze? Einfach Bronze gießen. Jede Menge Bronze. Wie stellt man Bronze her? Ah,
Kupferdust. Verbindet sich das mit Gold? Nein. Kobalt oder Minillium? Nein. Gut. Hier. Yeah. Also kommst du mal ganz kurz hierher. Weil dann könnte ich eventuell die Anlage mal bestell erklären. Ja. Static Assembler. Der craftet mit Wasser. Unten drunter ist der Wasserexportbus von dem E-System. Hoffentlich geht das Wasser nicht viel weniger. Nö, gar nicht. Gut. Und der craftet jetzt halt für uns. Und wie man sieht, der craftet relativ schnell. Den kann man angeblich irgendwie auch noch schneller kriegen, aber ich habe keine Ahnung wie. Das ist doch schnell genug. Es geht. Also er craftet halt ein Item pro Tick. So. Dann bin ich damit durch, dann wollte ich mich ein wenig um Quests kümmern. Wir müssen die Smeltery höher machen. Ja. Yeah. Wir könnten es aber auch einfach sein lassen. Puh, als ob. Puh. Gib dir gleich. Puh. Als ob. Puh. Als ob. Kampfzücke. Als ob. Ja, das bist du. So. Also, am besten nicht runterfallen. Danke für den Tipp. So. Ja, der ging eher an mich, aber. Okay. So. Dann brauche ich jetzt noch einen Exportbus von Fluid. Dann brauche ich einen Importbus. Reicht eigentlich ein normaler Importbus? Einer am besten nur. Ah. Boah, das MW-System ist so lahmarschig. Wie, wir haben kein Holz mehr. Ich hab noch 32 einstecken. So. Nee, wir haben noch. Gut, dann der halt braucht nicht. Ein bisschen länger zum Craften. Weil er halt jetzt mit dem Dings beschäftigt ist. Dem Kobbel. Ah, gut. Dann kommt da ein normaler Importbus. Also das Stärkste hast du gesagt, ist das Exoskelett. Ja, jein. Ich hab das... Es kommt drauf an, wie man es baut. Du hast da auch deinen 30 Modifier drauf. Sofern das hier nicht geändert wurde. Und das kann man einfach einsetzen, als wäre es eine Rüstung. Jein. Rede weiter. Das ist eine normale Rüstung, die keinerlei Schutz bietet. Na was? Warum will ich das denn dann überhaupt machen? Ich habe dich in der letzten Folge gefragt, gibt es was, was nicht erinnert? Ja, das war es gibt's! Off-screen. Aber. Denn aber mag ich nicht. Rede weiter. Du kannst die upgraden. Du kannst bis zu 400% Schaden, glaube ich, drauf machen. Du kannst prozentualen Schaden nehmen, du kannst festen Schaden nehmen, du kannst Rüstung drauf machen, du kannst Jump Boost drauf machen, du kannst Geschwindigkeit Boost drauf machen, keine Ahnung was. Ich kann auch einen Busen drauf malen. Das kannst du auch, ja. Danke. Sofern du es willst. So, wie heißt diese Maschine denn jetzt? Da. Sag mir bitte, dass wir Schnee haben. Nein. Wo soll ich denn jetzt Schnee herkriegen? Ich kann auch zwei Eimer Wasser nehmen, okay. Tobi. Ja. Wir haben Glitz, was weiß ich, da oben in der Küche. Cool, ich baue jetzt einen neuen. Der ist oben. Ich habe jetzt einen neuen gebaut. Du Hans-Peter Meyer-Müller, Franz Josef. Was denn, wir brauchen eh noch jede Menge Eis. Von daher. Eis, eiskalt. So. Quietsch. Ja, ganz leicht quietsch. Regnet es? Nicht bei mir. Ja, es regnet. Nicht bei mir. Ja, auf der anderen Seite des Lebens ist es auch trocken. Schön. Ich sollte hier irgendwas mit dem Eingang machen. War das so? Na, ja, glaube ich alle. Ja gut, so reicht das. So, das heißt, wir produzieren jetzt Eis. Wie viel müssen wir abgeben? Beim ersten Mal 100, okay.
So, dann wollte ich Endstone gießen. Das kann man glücklicherweise hier herstellen. Und zwar... Okay. Bevor ich das mache, werde ich erstmal sicher gehen, dass ich hier nichts Wertvolles mitnehme. Was hast du vor? Sag ich nicht. Irgendwie will ich das aber gerne wissen. Sag ich nicht. Was hast du vor? Sag ich nicht. Ich werde nur wahrscheinlich sterben. Was? Warum diesmal? Ja, weiß ich nicht. Warum schon wieder? Das heißt hier schon wieder. Ich werde. Vielleicht weil du schon ein paar Mal gestorben bist? Ich werde irgendwo hingehen. Nether. Nein! Nur ins Nether. Warum? Ich will gucken, wie es da aussieht. Wieder mal. Hä? Ja. Ah! Dann nehmen wir wenigstens eine Diamantrüstung oder irgendwas mit. Wow. Es blitzt. Mami. Na los, Enderperle! Ah ja, übrigens, wenn man Enderperlen im Dings gießt. Wie heißt's? Reinschmeißt in eine Smetry, also Molten Ender erstellen. Ja. Dann kann man das über Sandstein gießen. Und boah, scheiße, Tobi, Hilfe! Was? Die Smetry ist übrigens nicht voll, okay. Angels. Oh, Tobi, scheiße, du musst mich porten, mein Spawnpunkt ist weg. Dein Ernst? Ins Wasser, ja. Und geh nicht. Gehen. Ins Wasser, bitte. Ja. Und warum bist du jetzt schon wieder dahin gegangen? Ich habe ein einziges Block abgebaut. Und dann ist es boom passiert. Und da sind ganz viele Viecher rausgekommen. Komm online. Bin. So. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. So, also wir können jetzt eine Quest abgeben. Yay! Und wir müssen insgesamt 1000... Tobi? Das hast du noch. Ja. Gib mir dein Schwert her. Gib einfach dein Schwert her oder komm du mit und hilf mir. Frau. Jetzt komm her. Ja, darf ich auch kurz mal die Herzen weglegen und alles, was ich dabei habe? Danke. Ah. Laufen wir aber nicht vorm Schwert dann rum. Mm-mm, versprochen. Glaube ich dir irgendwie sowas von gar nicht. Guck mal jetzt geradeaus. Da vorne, was läuft da? Jetzt geht's weiter. Da rein, auch da reingehen. Das ist nämlich auch ein Slime. Ja, das ist deiner. Oder das bist du. Weißt du, was creepy ist? Was? Mein Schwert fehlt. Hast du es eingesammelt? Ja, da ist es. Ah, Frau. Wie lange haben wir mittlerweile? Spät. Fragezeit. Spät. Also haben wir die 20 Minuten oder was? Nein, wir haben gerade 13 Minuten gerade noch. Okay. So. Ja, ich habe jetzt zwar ein Stack-Ding verloren, aber das ist ja egal. Was ein Stack? Torches. Ist ja egal. So, haben wir Clear Glass, zufälligerweise. Aber weißt du, was ich bekommen habe dafür? Na? Ein Stone. Ich äußere mich dazu jetzt nicht. Ein Silber-Nugget und ein... Was ist das? Paint? Weißt du was? Ein Bild! Wie geil! Wow. So, wir brauchen 100 Pistons. Das kann ich mal craften lassen. Einfach so nebenbei. Da. Nur, dass das Holz wahrscheinlich nicht reichen wird. Ha! 100 Pistons! Und Manual Submit.
Und 1000 Sticky Pistons. Dafür wird eindeutig das Holz nicht reichen. So, wir haben wieder 10 Herzen. Da aus unerfindlichen Gründen die weg sind. Hä? Warum? Tobi, warum steht jetzt der Kasten hier? Hä? Oh, hab ich den nicht wieder umgeändert. Tut mir leid, musst du den wiederholen. Mach. Was mach? Ja, was wohl? Du hast es geändert, also machst du es auch wieder rückgängig, gefälligst. Ändern heißt das bitte. Danke. Komm her, hier, ich geb dir es mit. Da. Ich will gerade Bronze machen. Habe ich auch irgendwo das normale Bronze-Rezept? Oder müssen wir es gießen? Nein, müssen wir nicht. Gut. Lal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 a. Kann sein, dass wir gleich kein Kupfer mehr haben. Ah, doch, 84.000. Das sollte reichen. Ach, jetzt wurde Bronze gegossen. Hä, wo ist Bronze? Da ist Bronze. Brauchen wir davon? Ah, 100 nur. Ups. Hat zu viele gemacht. So, 1000 Pistons. Das sind 3000 Holz. Okay, so viel haben wir nicht. Nicht mal ansatzweise. Soll ich dir auch ein Exoskelett machen? Wenn du schon dabei bist, ja, warum nicht? So, dann haben wir hier jetzt noch Quadruple Dirt. Das kann ich mal machen. Ich verbrauch dein Dirt. Ich verbrauch dein Dirt. Die Kacke kannst du wieder anfangen. Ich erinnere mich nur an Skyblocks. Mit Kacke Dirt machen. Sky Company. Sky Factory, so. Egal. Sky ist Sky. Ja, und weißt, was der Witz an der Sache ist? Hm? Wir haben nicht mal ansatzweise genug Dirt. Ich weiß. Verdammt. Das hätte ich da hinten noch weitergemacht an meiner Baumfarm. Schrägstrich Farm. Baum mit Gemüse. mit Obst. Gemüse. Ich craft es wieder auseinander. Dann haben wir das Dirt wenigstens so übbar. Verdammt. Oder du könntest ganz normal wieder die Farm da hinten anschmeißen, um mit den Resten von Zombies Erde zu machen. Oder du machst eine Baumfarm und machst die übrig gebliebene Setzlinge zur Erde. Ja, ich will ja eine Baumfarm machen, aber will ich halt am liebsten zusammen machen. Das ist es halt. Aber ja, du bist ja immer noch bei den Werkzeugen bei. Ja, oder ich jetzt mittlerweile Exoskelett. Ich habe gesagt, dass ich die ganze Zeit gießen werde, die nächsten Folgen. Ja. Und ich will die Baumfarm. Ach, weißt du was? Planter. Du kannst ja erst, musst du eine ganz kleine zuerst machen, weißt du? Du musst ja nicht so eine riesen 20x20 machen. Fertilizer. So. Dann brauche ich Oak-Saplinge. Kannst du mir mehrere Casting-Tables geben? Und mehrere Drains und Ausgüsse? Gesundheit. War ein Witz, das hat gepasst, passt schon, das war ein Witz, brauche ich nicht. Frau. Ja. Schlimm sowas. Wieso schlimm? Nenn mir einen Grund, warum das schlimm sein sollte. Weil du. Weil ich? Warum? Achso, Golden Nugget, okay. Und Plastik, wir haben kein Plastik mehr, haben wir noch Rubber. Bestimmt irgendwo. Nein. Echt nicht? Nee, wir haben kein Rubber mehr. Aber Rubber Saplinge. Also werde ich jetzt ganz einfach mal ein wenig schummeln. Und ich werde eine Gummibaumplantage auch aufbauen. Eine Frage. Wo soll ich denn die hinsetzen? Hier hinten hinter Maus? Wo? Ja, da hinten, so. Ja. Also wir bräuchten. Ich würde gern 3 Stück. Drei Stück jeweils ein Feld. Also jeweils 4x4 ungefähr. Ja. Dann werde ich hier so den ersten. Nee, nicht so dicht am Haus, so. Bitte. Nicht so dicht am Haus. Ja, das sind doch nur Bäume. Gut, dann machst du es so, wie du das willst. Oh, Frau, wo denn?
4 Blöcke entfernt vom Haus. Pass auf, da ist ein Loch. 4 Blöcke entfernt vom Haus. Fängst du an. Hab ich doch. Gut. Du. Also du weißt, dass du mir immer mehr Gründe gibst, dich nochmal runterzustoßen, oder? Weiß ich nicht. Warum nutzt du jetzt nicht den Builder's Wand? Keine Ahnung. Egal. Weil du Tobi bist. Und weil wir die 20 Minuten voll haben. Nee, jetzt will ich nicht. Jetzt will ich hier fertig bauen. Hey, warum nicht? Jetzt will ich eben kurz das Ding fertig bauen. So, jetzt können wir. Nein, jetzt will ich aber nicht. Na, Geschmarrit, könnt schon. Gut. Das war ein Witz. Dann vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Guckt bei der lieben Jenny vorbei, die ich gleich runterstoßen werde. Guckt auch bei mir vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio.